Ja, so verbreiten sich gute Nachrichten über gut laufende Köder. Vom Streamer A zu Streamer B zu Streamer C zu dir. Wenn du Bock hast auf Karpfen mit relativ leichtem, einfachem Setup. Mit so einem fetten Kingfisher Legacy TI Setup, Alten, kann man nochmal hier schön auf Karpfen gehen, komplett übertrieben, aber auch einfach mit der Fiederroute einfach simpel reingehen oder Fortuna Carp mit einer HSV drauf und dann gib ihm. Relativ leichte kleine Haken habe ich heute hier in der Verwendung mit kleinen Boilies und das Ganze komplett auf Honig. Ja, schön einfach simpel auf Honig und da jetzt einfach mal gucken, was geht. Das ging so Stück für Stück von Trustin vom Streamer zum Magic Fruit Deer weiter und dann habe ich das auch noch aufgeschnappt und habe erst gedacht, ach komm, da wird auch noch ein bisschen was kommen, da kommt doch bestimmt bald schon irgendwie irgendwo meine Info. Kam bisher noch nicht, von daher raus damit und raus auch direkt hier mit den Karpfen. Schön die Brocken auf Masse und das Ganze bisher komplett ohne Futtermische. Also ohne Futtermische, ganz simpel rein. Bedeutet also auch für den ambitionierten Karpfenangler, der noch kein PVA herstellen kann, keine Futtermische vielleicht so richtig geskillt hat, jetzt ist genau der Punkt. Schön ein bisschen Silber machen, nebenbei in der Happy Hour schön Futtermische skillen. Wenn du auch betroffen warst in den letzten Wochen von den Downtime hier im Game, hast du bestimmt auch jetzt schön Premium-Tage bekommen. Also zack, kurz mal reingucken ins Inventar hier unter Option Geschenke und dann hast du hier schön ein paar Tage, 7 Tage Premium dabei oder vielleicht sogar noch mehr als 7 Tage und kannst dann in der Zeit schön Prozente machen, schön nutzen die Premium oder die Happy Hour, die Premium-Zeit nutzen, um eben die Berufe hochzuskillen und weniger um jetzt hier tolle XP zu machen oder sowas. Die XP kommen eh rein. Aber Prozente, wenn man normalerweise kein Premium hat, das lohnt sich richtig. Also auf Honig, wie gerade schon gesagt. Und jetzt gerade im Test auf klein und fein. Ich hatte vorher angefangen mit verschiedenen Kombinationen, verschiedene Boilie-Kombinationen, auch nochmal mit dem Honig. Und da sah das Ergebnis jetzt gerade in der Nacht, ich sag mal, normal aus. Es waren ein paar kleinere dabei. Es waren ein paar um die 10 Kilo dabei. Es war okay. Und jetzt gerade eben nochmal hier angefangen. Hier alles gestartet und jetzt eben mit kleinem Setup nochmal reingegangen. Und da geht es schon mal ganz gut los. Und es geht auch gut weiter. Und ja, auch einmal komplett ja, ins Kleine rein. Also nur mit einem 4er Haken auch zum Beispiel mit drin. Einfach mal um zu testen, was läuft denn hier mal wieder auf sehr schön feinen, kleinen Haken. Gar nicht mal so komplett übertrieben, sondern eher klein und wie gesagt eher ein bisschen feiner. Genau, wir gucken einfach mal rein ins dritte Setup, würde ich sagen, mal als erstes. In dem Setup ist es mit einem, habe ich das hier kombiniert, mit einem 2er-Haken. Der ganze Knackpunkt geht hier um den Berghonig. Vorteil bei Berghonig, es gibt nur diesen einen. Es gibt nur einen Berghonig. Und zwar diesen. 15er Boilie, Berghonig, that's it. Zweiter Vorteil, es gibt nur einen Berghonig als Dip. Es gibt zwar noch den Wildhonig, Honig, ja, aber Berghonig und Berghonig ist halt nur der eine Berghonig. Also kombinieren wir das einfach und raus damit. Das Ganze hier, wie gesagt, auf dem 2er-Haken, der Rest natürlich so zusammengebaut, dass es zu deiner Route und deinem Setup passt. Wie in den Tutorials beschrieben, wie man sein Setup aufbaut, nicht komplett übertrieben, sondern vernünftig abgestimmt auf Route und Rolle, dann klappt das auch. Dann, wie gesagt, hier einfach nur mit den kleinen 15er Boilies. 15er Boilies haben den riesen Vorteil, in der Regel eine recht hohe Frequenz, haben den Nachteil,
in der Regel keine Trophies, sondern wie gesagt eher auf Masse. Wenn man das Ganze natürlich jetzt so ein bisschen kombinieren will, dafür gucken wir gleich mal in das andere Setup rein. Das ist jetzt hier gerade einfach nur ein Schubi. Na guck, 7 Kilo passt einfach nur auf den kleinen 15er Boilie. So, wenn man das Ganze dann kombinieren möchte, dann kann man das natürlich auch so machen. Also zweimal Boilie sinkend. Wir sind hier in einer klassischen Haarmontage unterwegs, also relativ basic auch noch. Ja, also zweimal die kleinen Boilies. Hier funktioniert tatsächlich Old Pal Honig normal ganz gut. Old Pal, gleiche Firma. Ich hatte es mit den anderen Honigsorten probiert, hat da nicht funktioniert. Auch das vom Weihnachtsmarkt, der Honig, auch der Boilie hat nicht so gut funktioniert. Old Pal Honig hat hier gerade in der Kombination tatsächlich ganz gut geliefert. Auch hier, wie gesagt, die ganze Zeit alles ohne Futtermische an dem Spot. Und ja, jetzt natürlich die Frage, wo geht's am ehesten ab? Und hier bimmelt es auch schon direkt wieder. Und hier bin ich natürlich auch gespannt. Hier bin ich jetzt nur mit einem 4er Haken unterwegs. Sehr, sehr, sehr klein. Sehr, sehr fein. Also kleiner Haken mit einem kleinen Boilie. Später teste ich auch gleich nochmal andere Spots mit sehr großem Haken. Das hatte Magic Fruit hier zum Beispiel gemacht. Er ist da rangegangen mit einem 1-0er, 2-0er, 4-0er Haken sogar auch. Kann man natürlich auch machen. Man pusht damit vielleicht so ein bisschen noch die Größe, aber es geht natürlich auch ein bisschen die Frequenz runter. Und wenn man jetzt anfangs einfach auf Frequenz gehen will, ohne eine Futtermische, dann vielleicht eher ein bisschen feiner reingehen und dann mit Futtermische, am besten mit PVA, dann vielleicht einfach ein bisschen größer reingehen. Das mache ich gleich. Und dann gibt es gleich noch so Kombinationen, vielleicht einfach mit einem neutralen Boilie dabei. Mal gucken, testen wir auch auf jeden Fall gleich nochmal. Das jetzt hier, wie gesagt, mit einem 4er, relativ simpel und auch... Nein, ich bin ins Wasser gefallen. What the heck? Wie war das denn? Das ging so schwupp, wupp in einer schönen Drehung. Alden, der, ich sag mal, was war der vom Gewicht? 5 Kilo? Irgendwie so. Also, tatsächlich auch auf einem gar nicht so großen... Auf einem gar nicht so großen Haken. Doch, Alter, bestimmt, weil das dir kaputt ist oder wie oder was. Kann man hier ins Wasser fallen? Ich bin ja hier noch nie. Bin ich hier schon mal ins Wasser gefallen? Das ist ja ein Ding. Also, ohne Futtermische hier, zack, einfach raus. An der Stelle 15 Meter geklebt. Easy peasy. Und gib ihm. So, und hier schon wieder Frequenz. Auf simpel, auf klein. Hier jetzt gerade auf dem Zweierhaken. Zack, Einserhaken, Zweierhaken, Viererhaken. Also einfach schön auf Masse und das reicht doch hier, wenn man, gerade wenn man eben keine Futtermische hat und man hat hier doch eine ganz vernünftige Frequenz, dann macht man hier gute Skillpunkte, gut Silber auch noch dabei und dann macht das Ganze doch auch Spaß. Also jetzt hier gerade nach dem Neustart hier in den ersten 10 Minuten haben wir hier wieder 6, 7 Fische, ist soweit ganz okay. Und wenn man jetzt hier nochmal kleiner reingehen würde, einfach nur eine Kombination, dann würde hier auch nochmal die Frequenz ein bisschen hochgehen. Also schön fein und klein und vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen feiner vom gesamten Setup. Dann würde man wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Frequenz erhöhen können. Aber so, wie gesagt, bisher wirklich schon mal gut, kann man machen. Nächste Spots, die eben auch so funktionieren, sind natürlich wieder der Dudu-Baum und der Klassiker auf 83 hier auf 35 Meter dann rausgeworfen. Auch der absolute Klassiker. Und da, weil ich natürlich lauffaul bin, da werde ich gleich nochmal hingehen und das Ganze hier nochmal umbauen in groß und dann testen mit PVA natürlich dann auf 35 Meter, was das Ganze hier ist. In groß gebracht hat. Jetzt gucken wir gerade mal eben rein, halbe Stunde. Wobei so richtig halbe Stunde ist das nicht. Zum einen war es mitten in der Nacht. Für die Nacht hat es tatsächlich ganz gut funktioniert. Kann man sagen, ja, funktioniert recht gut auch in der Nacht. Und dann war natürlich jetzt gerade zum Aufnahmestarten auch nochmal eine kurze Pause dazwischen von knapp 10 Minuten. Aber sagen wir mal rund 20 Minuten.
passt. 120 Silber jetzt in der Zeit, also eine vernünftige Frequenz. Jetzt hier gerade auch nochmal die letzten 10 Minuten, auch nochmal eine ganz vernünftige Frequenz kann man machen. Also das jetzt hier gerade für den Start, die ersten 120 Tacken. Und jetzt geht's gleich an den nächsten Spot mit PVA und allem drum und dran. So, 1, 2, 3 Setups zusammengebaut. Das Ganze hier natürlich an der Stelle auf 35 Meter. Zack, 1, 2, 3, raus damit. Und jetzt heißt es natürlich auch warten. Denn, ne, hier ist tatsächlich schon was dran, hat gerade so ein bisschen gezubbelt. Denn jetzt geht es natürlich von der Frequenz deutlich in den Keller. Und ich bin gespannt, ob ihr überhaupt ein bisschen was geht. Auch hier jetzt drei, ja, doch ein bisschen unterschiedlich zusammengebaute Setups. Also, gucken wir mal ins erste rein. Hier noch relativ normal mit einem 1er Haken, 15er Honigbirne. Jetzt einfach hier nochmal kombiniert den 20er Old Pearl Honig einfach als normalen sinkenden Boilie. Und dann dazu natürlich hier jetzt auch schon die Futtermische. Also raus damit. Und jetzt muss ich auch so langsam schon ein bisschen aufpassen mit der Futtermische. Hier sind jetzt an der Stelle 140 Gramm Futtermische drin. Und die Futtermische ist deutlich oder ist schon recht großpartikelig. Also da sind geschredderte Boilies mit drin. Zweites Setup ist jetzt so aufgebaut, recht groß. Hier jetzt mit Berghonig 15 und 25er neutralen Boilie in Berghonig natürlich nochmal reingedippt auf 3-0er Haken. Da ist wahrscheinlich die geringste Frequenz drauf. Gucken wir mal, was da passiert. Und hier nochmal einen 1-0er Haken, 15er Berghonig, dann hier nochmal Honigbirne, soluble, also auflösender Boilie, nochmal eine fruchtige Komponente. Gucken wir mal, ob das geht und das alles eben in Kombination mit diesem PVA, auch recht süß. Süße Honigmische hier, gemahlener Biskuit als Basis, Honigbirne, soluble, Honig gemahlen, eben Honigboilie und Berghonigfeed. Pellet, Keks und Honig, also ziemlich süß das Ganze. Und dann gucken wir mal, ob das Süße hier triggert und ob die süßen Karpfen hier auch Bock drauf haben und hier uns den Honig wegschlabbern und die Kekse wegsnacken und die Birne weglutschen. Schauen wir mal, ob da was geht. Na, da müssen wir gar nicht lange schauen. Das erste Gezubbel geht los. Guck mal an. Guck mal an, mit der Kombi, mit der Soluble, mit der Auflösenden. Na guck, also erster Biss. Ja, da gucken wir doch mal, was da geht. Aber auch der wird nicht so riesig sein, um die 5 Kilo erstmal. Ich bin ja eigentlich ganz froh, wenn jetzt hier nicht die super Frequenz ist, sondern wenige, aber dann richtig dicke. Richtig schön die Brocken, das wäre natürlich richtig nice. Ich denke, ich werde nachher, ja, werde ich noch schaffen, nachher doch auch noch mal ein bisschen am Druidenbaum testen. Vielleicht gehen da ja auch noch ein paar seltene rein. Wäre nicht so schlecht. Ja, um die 5 Kilo passt. PVA nehme ich jetzt schon mal runter. Ja, PVA runter und dann werde ich erst, wahrscheinlich erst in den Morgenstunden noch mal wieder nachfüttern. Denn im Moment reicht das erstmal. Also so gegen 4 Uhr morgens nochmal anfüttern und gucken, ob der Spot dann nochmal so einen kleinen Boost vertragen kann. Mit 3-4 Mal Mische nachwerfen. Tja, Wetterwechsel gerade hier. Und doch ganz, ganz anderes Feeling auf einmal. Nach wie vor allerdings die einzige Kombi, die bisher richtig was geliefert hat. In Kombination dann auch mit der Futtermische. Das ist einfach hier die Auflösenden, also die Honigbirne. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Honigbirne mit in der Futtermische drin ist. Also die liefert hier, naja, nicht wahnsinnig viel, aber sie liefert hier immerhin. Das war hier gerade die erste, wo die Futtermische quasi noch gar nicht richtig da war. Ich glaube, da war erst einmal PVA drin. Da ging direkt der Karpfen rein. Also durchaus einfach mal testen, auch vielleicht gänzlich. Also gleiche Stelle hier ohne die Futtermische. Und auch da vielleicht mit der kleinen Köder
Kombination, ohne hier den ganzen Schnickschnack. Wobei das hier, wie gesagt, mit Soluble, mit der Honigbirne doch auch noch funktioniert. Aber auch hier noch nicht so richtig groß. Jetzt zuppelt es da wieder los. Genau, das war das, was als erstes ging. Erste Kombination. Der hat auch ja, ein bisschen mehr Schmackes. Das ist gut. Aber auch noch nicht so richtig kampfstark. Also jetzt hier auf 36 Kilo Setup. Läuft das ganz entspannt. Noch nichts wirklich Großes. Aber guck hier. Genau. Die Honigbirne. Nach wie vor. Also Honigbirne mit am ehesten hier. Schön konstant. Immer wieder was dran. Am zweitbesten die Kombination. Und ich glaube mit einem neutralen Boily, da würde ich sagen, lasse ich das vielleicht am ehesten. Hier auch mal wieder das PVA runternehmen. Nicht, dass da zu viel reingeballert wird von der Futtermische. Gerade Futtermische mit großen Partikeln. Am besten nicht zu viel reinballern. Nicht, dass der Spot überfüttert wird. Ja, da immer noch nichts. Und hier ist ja wieder einer drauf. Passt. Und der hat ein bisschen Bock. Ja, Mann. Der hat tatsächlich ein bisschen Bock. Also auf Honigbirne der erste größere. Das ist doch nett. Das ist doch ganz nett beim einsteigenden, beim anfangenden Gewitter. Das ist doch ganz gut. Also raus damit. Komm ran hier. Gucken wir mal, wie schwer der ist. Ich denke mal, vielleicht so um die 15 Kilo. Mehr schafft er ja nicht abzuziehen. Also nur so ein bisschen Druck. Und dann mit der passenden Bremse hat er es schon wieder geschafft. Aber auch das ist natürlich ein ganz gutes Ding, eine gute Kombi. Honigbirne Soluble. Gibt es Honigbirne nicht sogar noch in größer? Gleich mal gucken. Vielleicht könnte ich dann einfach hier die mittlere 25er neutral tausche ich dann nochmal aus gegen eine große Honigbirne. Wobei ich eigentlich noch länger testen müsste, ne? Gerade mit diesen neutral, mit den großen 25er Boilies. Einfach vielleicht mal so eine Viertelstunde drinnen lassen. Und gucken, ob was reingeht. Na guck, links außen hier nach wie vor. Das ist gut. Also, das funktioniert. Da geht ein bisschen was. Na komm ran hier. Ich will es auch nicht übertreiben, nicht zu sehr Druck machen hier. Ich könnte jetzt, glaube ich, einfach Bremse dicht machen und den Rand pullen. Oder ganz zumachen, rückwärts laufen und gib ihm. Aber so ganz übertrieben habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf beim Karpfenangeln. Das Setup ist ja schon übertrieben genug. Und wenn er dann so abzieht, finde ich es eigentlich immer ganz gut, wenn man ihn auch noch ein bisschen ziehen lässt. Ich hatte mehrfach irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wenn man es halt übertreibt und ihm das irgendwie ja, zu hart aufzwingt, wenn er noch agil ist, der Karpfen, dass dann vielleicht eher noch die Ausschlitzer kommen. Das muss ja nicht. Und vielleicht ist es ja the one and the only, der eine seltene, der jetzt gerade hier schön reinkickt. Das wär's doch, ja. Das wär's. Ja, und das mit den Seltenen, das wäre natürlich auch richtig nice, wie gesagt, wenn das noch am Dudu-Baum funktioniert. Wenn du da noch Erfahrung gemacht hast, gerne auch in die Kommentare reinschreiben, welche Köderkombi bei dir noch sehr gut funktioniert. Am Dudu-Baum, am Druidenbaum, vielleicht lübt da ja noch ein bisschen mehr. Oder einfach die alten Köderkombis von letzter Woche noch mit dem Krill. So, was haben wir jetzt hier? Komm ran. Ganz normaler Spiegel. Ja, war. Und jetzt zieht er noch mal ein bisschen ab. Und jetzt machen wir aber mal dicht hier. So. Genug geziert. Jetzt kann er mal so langsam hier rankommen. Das geht doch gut, ey. Das schmeckt doch. Ja, wobei der andere jetzt hier auf der zweiten Route, das ist bestimmt wieder so was Kleines.
So, das passt doch gut. Schön im Wasser lassen. 16, na guck, knappe 17. Passt. Also, das sieht doch gut aus. Das war jetzt hier die 3. Und bevor ich auswerfe, nee, das lassen wir hier so. Die dritte Route, die ändere ich gleich. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Energie. Ja, komplett low gerade vom Energielevel. Also, Max raus. Dann nehmen wir den eben rein. Ja, genau. Einfach nur was Lüttes. Den können wir dann auch direkt reinpumpen hier. Komm ran, Alden. Die kleinen Dinger. Und dann, wie gesagt, gleich nochmal jetzt hier auf der Mitte testen. Das mit dem Neutral scheint, wie gesagt, nicht so nice zu sein. Vielleicht ist da auch die Aromatik zu gering mit dem Berghonig. Vielleicht kickt das zu wenig rein. Auf neutralem Boily. Oder man muss einfach wirklich viel, viel, viel länger warten. Aber ich habe da echt keine Geduld für. Ich sage dir, einfach keine Geduld fürs große Karpfenangeln. So, raus damit. Knapp geschafft, glaube ich, die Entfernung. Und hier jetzt reingezogen und das Ganze nochmal ausgeworfen. Weißt du was, ich werfe auch eine Futtermische noch nach. Ich glaube, eine geht noch. Und jetzt gerade nochmal eben gucken mit Honig. Honig, Birne. Ja, es gibt die nicht auflösende. Hier hatten wir jetzt drauf 20er auflösend. Okay. Und dann nehme ich jetzt hier nochmal drauf die nicht auflösende. Honig, Birne 26. 3-0er Haken. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal Schmackofatz. So, nochmal raus damit. Und jetzt nochmal ein bisschen warten und gucken, ob das hier liefert. Tja, es ist 0 Uhr. Und das war's. Also, nichts mehr reingegangen. Und damit das Ergebnis einfach auf klein und auf fein und auf Masse. Und das werde ich auch gleich nochmal testen. Also, gleiche Köderkombi. Klein, fein und auf Masse. Und das an den klassischen Masse-Spots. Also natürlich hier vorne am Anleger, wie am Anfang schon gezeigt. Und natürlich auch hier hinten nochmal testen auf 132. Dieser ganz kleine Schniepi hier, gibt auch schon verschiedene Videos dazu. Auf Masse-Videos auf dem Kanal, beziehungsweise auch direkt in der Playlist zum Bernsteinsee. Da einfach mal reingucken. Da gibt es eben auch in den verschiedenen Entfernungs verschiedene Spots oder verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich auch nochmal am Druidenbaum, denn da sollen ja tatsächlich immer noch die Seltenen reinrasseln und vielleicht ja auch hier auf Honig. Aber im Großen und Ganzen das Ganze, ja, bisschen hier mit der Honigbirne, ja, war okay. Zumindest, wo es noch, ja, wo es anfangs irgendwie noch nicht so ganz eingeregnet war, also da ging es noch ein bisschen. Und auch das war noch okay. Hier vielleicht eher mit dem kleineren Boily reingehen. Dem 14er war es, glaube ich. Und hier die Kombination auf ganz groß. Der geringste Ertrag bisher. Das lohnt, glaube ich, am wenigsten. Ich lasse es jetzt einfach noch mal ein bisschen hier liegen bis in den Morgenstunden. Aber so richtig ergiebig ist das nicht. Vielleicht geht ja durch Zufall noch irgendwie was Dickes, Großes rein. Aber das war's mit dem Test. Dankeschön auch fürs Teilen der Köderkombination. Und ja, wenn du vielleicht noch da ein bisschen rumspielen willst, auch das dann gerne nochmal teilen. Entweder im Discord, Link zum Discord unterm Video oder einfach einen Kommentar ins Video reinschreiben. Und dann gucken, welche Kombination noch gut funktioniert. Vielleicht mit Sahne, Honig-Sahne, Honig-Cream kann man dann ja auch mit kombinieren. Also mit Honig gibt es ja noch ein bisschen mehr. Einfach mal testen. Na, guck. Hat der Honig doch noch was geliefert, was irgendwie wertvoll ist. Also, dann doch nochmal hier in den Morgenstunden und tatsächlich auf der größten Kombination mit dem 26er Boily. Also, die größte Kombi liefert dann doch auch nochmal einen nach. Also, gar nicht so verkehrt und naja, in den Morgenstunden
geht's dann doch wieder ein bisschen los. Na, also, so ganz verkehrt ist es noch nicht, aber ich glaube, so ideal ist es auch noch nicht. Aber immerhin habe ich noch einen schönen Fisch fürs Thumbnail. Richtig schön catchy. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer live ab 19 Uhr. Petri.